Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, man kann die Redebeiträge zum Teil ja schon mitsingen, aber gut. Zum Grundkonflikt, den es offensichtlich um die Änderung im SIVA-Gesetz geht und der ja auch die zentrale Änderung des SIVA-Gesetzes ist, nämlich die Frage des Spannungsverhältnisses, wofür geben wir Geld bei Überschüssen aus für Tilgung oder für Investitionen. Tilgung und Investitionen sind beides gute Sachen, für beides braucht man Geld. Und beide kosten Geld und man muss sich entscheiden, wofür man es ausgibt. Man kann sagen, ist uns beides gleich wichtig, dann macht man es 50-50. Die Koalition hat sich verabredet zu sagen, für uns sind Investitionen in dieser Wahlperiode das entscheidende Thema. Investitionen in die Zukunft der Stadt, Investitionen in die bauliche Infrastruktur, Investitionen in preiswerten Wohnraum. Und deswegen setzen wir die Priorität an dieser Stelle auf Investitionen. Das ist der Sinn dieser Veranstaltung. Und deswegen ist es auch ganz klar die Botschaft dieses Gesetzes. Und dass man damit den Pfad der haushaltspolitischen Tugend verließe, ist ja nun auch ein bisschen Quatsch, denn worüber reden wir an dieser Stelle? Wir reden über Überschüsse, ne? Also wir reden ja sozusagen nicht über Neuverschuldung oder irgendwas, sondern wir reden darüber, wie wir Überschüsse verwenden wollen. Und selbstverständlich wollen wir diese Überschüsse eben so veranschlagen oder so binden, dass sie tatsächlich langfristig für Investitionen zur Verfügung stehen. Und dass das mit dem SIVA-Gesetz Alterprägung, das Sie hier im großen Teil mit einer Ausnahme, auf die ich gleich noch komme, wiederherstellen wollen, alles so glatt und ohne Holpereien in der vergangenen Wahlperiode ablief, ist ja nun auch nicht so. Also so messerscharf waren die Abgrenzungen mit dem Verbot von Kofinanzierung und Ähnlichem ja nun auch nicht. Da braucht es ja auch immer im Einzelfall viel Argumentation, weshalb das eine dazugehörte oder das andere nicht dazugehörte. Deswegen ist dieses Herstellen mit dem Status quo ja auch nicht gleichzusetzen mit dem der gesetzespolitischen Klarheit. Aber eins können wir Ihnen durchaus versprechen. Eins werden wir ändern in der Praxis von SIVA oder jetzt SIVANA. Das wird nicht mehr die Verteilung von Tischtennisplatten nach Wahlkreisen sein. Sondern wir werden die Ausgaben, die investiven Ausgaben entsprechend der haushaltspolitischen Prioritäten, die wir auch in den Haushaltsplänen darlegen, machen. Und wir werden auch versuchen, sie abgestimmt zu beplanen. Und insofern wird es hier auch keinen Platz geben dafür, einen für dich, einen für mich und mit einer Zweidrittelmehrheit dann auch noch einen für die CDU, wie Sie hier gerne ändern wollen. Nein, das wird nicht das Verfahren sein, sondern das Verfahren wird sein, langfristig zu planen, einen ordentlichen Planungsvorlauf zu schaffen und langfristige Investitionsprogramme abgestimmt zwischen SIVA und abgestimmt zwischen Haushalt hinzubekommen, damit wir den unbestreitbaren Investitionsstau, die unbestreitbaren Notwendigkeiten in dieser Stadt tatsächlich bewältigen können, damit die Bürgerinnen und Bürger ihren Anspruch verwirklicht sehen können, auf ein funktionierendes Gemeinwesen zurückgreifen zu können. Dankeschön.